Servus Leute, hier ist euer DüsiBS mit einem brandneuen Video. Und oh mein Gott, habe ich diesen Satz lange nicht mehr gesagt. 3 Monate ist der letzte Upload schon her. Modern Combat 5 war es zu diesem Zeitpunkt. Und ja, jetzt ist es wieder soweit. Ein neues Video von mir. Eure entzündeten Augen sehen ganz richtig. Okay, das war jetzt von Eltrix geklaut. Egal. So, es ist Modern Combat Versus rausgekommen. Und ich meine, letzten Donnerstag, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe schon wieder voll die Zeit vergessen. Und dementsprechend werde ich jetzt mich mit dem Thema Modern Combat Versus beschäftigen. Ich habe ja damals schon, als das Spiel im Softlaunch auf den Philippinen war, einiges zu hochgeladen, Agenten gezeigt, wer damals OP war, blabiblub. Vom Prinzip hat sich nicht viel geändert, außer dass der Sniper meines Erachtens schwächer geworden ist, weil die Spielmechanik sich bei dem geändert hat. Und sonst, meines Erachtens sind viele Sachen schlechter geworden, aber da reden wir gleich drüber in ganzer ausführlicher Art und Weise. Insgesamt habe ich das Spiel letzte Woche Freitag, meine ich, auch schon gestreamt gehabt, also falls ihr den Stream noch anschauen wollt oder nachschauen wollt, immer gerne. Insgesamt werde ich auch in Zukunft wieder öfter streamen, also falls ihr das nicht verpassen wollt, einfach die Glocke aktivieren und ja, für die Streams selbst habe ich einiges verbessert, aber das werdet ihr dann in-game sehen mit Top-Viewer und so weiter und so fort. Aber das sind so alles so die ganzen Stream-Sachen, die klären wir dann immer im Stream. Wann findet ihr raus, wie ein Stream ist oder wann ein Video hochkommt oder wie könnt ihr mit mir talken und so weiter? Da muss ich gleich nochmal Werbung machen und zwar habe ich jetzt endlich einen Discord-Server gemacht. Dieser Discord-Server hat einen Link, der Link ist unten in der Beschreibung und da sind wir aktuell schon ein paar Leutchen. Dort talken wir teilweise recht intensiv. Wir haben zum Beispiel über die ganzen Sachen, die jetzt im Video kommen, sind teilweise auch von euch, weil ich oder sind mit euch zusammen entstanden, weil wir nämlich zusammen in diesem Discord-Server diskutiert haben über Modern Combat Versus. Und jetzt genug geredet, wir starten gleich in das Thema rein. Und zwar Modern Combat Versus, warum Modern Combat Versus noch eine Beta ist, warum das Spiel nicht fertig ist, warum es mit anderen Worten vielleicht auch scheiße ist. Hat zwei Gründe. Einmal, es ist nicht Modern Combat 6 und alle haben mit Modern Combat 6 gerechnet. Und zweitens mal, ist es nicht fertig. Ich habe auch schon mit Gameloft drüber geredet und es ist deshalb nicht fertig, oder es fühlt sich auch so wahnsinnig unfertig an, weil Gameloft Headquarters, also das, der Hauptsitz, der Chef sozusagen von Gameloft Montreal, Gameloft Montreal hat das Spiel entwickelt, hat Gameloft Montreal dazu genötigt, das Spiel jetzt rauszuhauen, jetzt rauszuklatschen, das Spiel einfach zu releasen. Nochmal kurz zusammengefasst, Gameloft Montreal wurde vom Chef, vom Gameloft-Chef oder von dem Gameloft-Headquarter dazu verdonnert, das Spiel so schnell wie möglich rauszuknallen. Und genau das merkt man. Genau das merkt man überall. Und das werde ich euch jetzt im Video zusammenfassen. Und zwar, wo sind die Vorteile, was ist neutral und was sind die Nachteile von Modern Combat Versus? Und wenn man mal die Vorteilseite anschaut, die ist schon sehr klein, meines Erachtens. Und zwar, wir haben einmal die Grafik, die finde ich wirklich bombenmäßig. Vor allem auf meinem PC, Alter, auf Windows 10, die Grafik, die sieht so geil aus, das kann sich wirklich sehen lassen, auf jeden Fall. Und auch auf iOS finde ich, sieht super aus. Auf Android habe ich schon gehört, dass es nicht ganz so geil ist, aber das ist wie gesagt ein Nachteil. Das nächste Ding ist, es ist Cross-Plattform. Wie hammerhart affengeil ist das denn? Wir wollten immer ein Cross-Plattform-Spiel haben. Und jetzt haben wir es. Modern Combat Versus. Es wurde nicht mehr groß gesagt. Es ist einfach so. Ich habe es dadurch rausgefunden, indem ich einfach versucht habe, meinen Account von A nach B zu transferieren. Ich wollte meinen Account, den ich mit iOS gemacht habe, auf Windows öffnen. Es hat geklappt. Ich wollte es auf meinem Android-Emulator öffnen. Hat auch geklappt. Und hin und her und look auf lockig. Egal wo ich spiele, der Spielstand ist immer auf dem anderen Gerät und das heißt automatisch, wir können auch alle zusammen spielen, das wurde mir auch bestätigt, man kann Cross-Plattform spielen und ja, Cross-Plattform ist nicht nur positiv, aber wir werden es später sehen. Was auch ziemlich fucking nice ist, sind die Voice-Ansagen der Agenten und insgesamt der Spielsound bezüglich Musik und Abstimmung. Das ist wahnsinnig abgeschliffen, das gefällt mir super gut. Das ist einfach fertig, meines Erachtens. Also da kann man sich auf keinen Fall drüber aufregen. Aber das sind halt Sachen, ja, ist ein geiler Spielsound, dafür entscheidet das Spiel. Jein.
Es ist so ein Zusatzding, aber es ist nicht das, was es wirklich ausmacht. Und jetzt kommen wir nämlich zu den nächsten Punkten, und zwar eher zu den neutralen bzw. negativen. Jetzt kommen wir erstmal zu den neutralen, und zwar das Movement. Das Movement wurde mir genannt von euch teilweise im Discord-Server. Klar, das Movement ist anders. Jedes Game hat ein anderes Movement, ob man es mag oder nicht. Das ist total subjektiv, also sieht jeder anders. Deshalb ist es einfach mal eine neutrale Sache. Da kann man nichts groß ändern. Aber jetzt kommen wir zu den Kontrapunkten. Und diese Liste ist wirklich lang. Ich meine, es wären 18, 20. Ich habe nochmal nachgezählt, es sind 21 Negativpunkte. Das ist Wahnsinn. 4 positiv, 1 neutral, 21 negativ. Wow. Das ist eine gute Bilanz. Und zwar, Punkt Nummer 1. Wahnsinnig hoher Ping. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer den niedrigsten Ping und immer und überall habe, aber dass ich einen Ping von 300 habe, das ist sehr seltsam und das merkt man teilweise auch. Und ja, es ist ein Shooter und ein Ping mit 300, ihr wisst, was das bedeutet. Das ist ein gnadenloser Nachteil und ich bin mir sicher, dass die Server wahrscheinlich in Amerika stehen und dass dadurch, dass wir in Europa hier uns erst nach Amerika verbinden müssen, dass wir deshalb auf jeden Fall Nachteile haben und das ist einfach schade. Auf dem PC ist es nicht ganz so schlimm, da hat es nur 165er oder sowas. Das ist dann noch verkraftbar, aber trotzdem, Ping ist ein No-Go in der Hinsicht. Dann auf jeden Fall das Punkte-Balancing. What the fuck, läuft da schief? Man gewinnt ein Spiel, bekommt 33, man verliert ein Spiel, verliert 45 oder sowas. Und dann ist man schon irgendwie gefühlt bei fast 0 und verliert immer noch 45. Das ist... Oh. Das kann man vergessen, Alter. Das ist voll der Witz. Weil da muss es irgendwie eine Abstufung geben, je nachdem, wie stark die Gegner waren, was weiß ich was. Aber man kann nicht durchschnittlich mehr verlieren, als man bekommt. Und dann ist das nächste Ding die wahnsinnig vielen Disconnects, wodurch man auch Punkte verliert. Man ist im Spiel, dann kommt die Fehlermeldung, es ist ein Fehler aufgetreten, zack, 40 Punkte weg. Man kann zwar nichts dafür, aber 40 Punkte weg. Saugut. Vielleicht ist es auch geht es manchen von euch so, manche finden es vielleicht nicht so schlimm. Und zwar Pay-to-Win ist wieder wahnsinnig übergreifend. Ich habe beispielsweise meinen Account verloren gehabt, weil irgendwie Facebook rumgebuggt hat oder sonst was. Und alles, was ich sozusagen bei meinem Account hatte durch die Beta, kann man mir innerhalb von, würde ich sagen, mit 100 Euro würde man mir das sozusagen wieder zurückerstatten können. Also man muss 100 Euro reinstecken und schon hat man das alles. Das heißt, egal wie viele Millionen Stunden ich gespielt habe, wenn ich 100 Euro zahle, bin ich mindestens genauso weit. Und manche Agenten sind halt nun mal sehr stark. Und wenn ich dann halt Geld reinstecke, dann sind die halt viel, viel stärker als die anderen. Und das ist dann nichts anderes als Pay to Win. Naja, gut ist so. Ich sehe es vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich komme von der Elite, aber es ist einfach meines Erachtens so. Dann fehlen Sachen wie Clan-Funktionen. Clan funktioniert gar nicht, mein alter Account war immer Clan, jetzt ist mein neuer nicht mehr. Gibt's einfach nicht. Man kann nicht mit Freunden zusammenspielen. Und das bei einem Spiel, das komplett teambasiert ist. Das heißt, wenn dein Team reinscheißt, verlierst du das Spiel, verlierst du Pokale. Aber du kannst nicht mit Freunden spielen, du kannst nicht mit dem Clan spielen, du kannst nicht Custom spielen, bla bla bla. Es geht einfach nicht. Du kannst es nicht üben, um wirklich krass zu werden. Oder du kannst auch nicht mit deinen Teamkollegen irgendwie abstimmen, per Voice Chat, per... was weiß ich was, Kurznachrichten, gar nichts. Du spielst einfach mit irgendwelchen Randoms, wenn es einer nicht checkt, batz, fliegst du voll auf die Fresse. Saugut. Das nächste Ding, was mich schon ein bisschen abfuckt, muss ich sagen, es hat sich nichts verändert bezüglich dem Philippinen-Soft-Launch. Es sind gleiche Maps, und zwar die 4 Stück, es sind die gleichen Agenten, es sind keine neuen Anpassmöglichkeiten dazugekommen, es gibt keine Skins, es gibt kein gar nichts. Warum nicht? Na gut, ist so, liegt wahrscheinlich dran, dass sie gedrängt worden sind. Offiziell hätte es erst zu Weihnachten rauskommen sollen. Das sind halt jetzt wohl die 3 Monate, die fehlen und die mit Updates die ganzen Sachen nachkommen. Das nächste, was mich total abfuckt, sind dann die 300 Millionen Schuss, bis man einen tötet. Klar, das ist irgendwo Teil des Spiels. Mich persönlich stört es, weil Modern Combat ist für mich ein richtiger Shooter und kein Overwatch. Und das nächste, da sind wir schon wieder bei Pay to Win eigentlich schon wieder bei. Und zwar 3 Ingame-Währungen. Warum brauchen wir zur Hölle 3 Ingame-Währungen? Die 2, die im Softlaunch damals waren, die haben völlig ausgereicht. Einmal Versus Coins und einmal Diamanten. Okay, verstehe ich noch irgendwo. Aber warum jetzt 3? Warum jetzt noch die Core-Punkte? Und warum sind diese limitiert auf 500 pro Tag, dass ich 500 nur am Tag kriegen kann, wodurch ich gefühlte 1 Million Tage brauche, bis ich mal einen krasseren Agenten, der irgendwelche 11,5 Also 11.500 Korbpunkte
kostet. Also, totale Banane. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu den Sachen innerhalb des Spiels. Es gibt einen einzigen Game-Mode. Warum nur einen? Warum gibt es nicht noch Team Deathmatch? Warum gibt es nicht noch Free-for-All? Warum gibt es nicht noch, keine Ahnung was, Capture the Flag? Aber warum nur, in Anführungszeichen, Herrschaft, Domination? Das ist total unnötig bei einem Shooter. Selbst wenn es Overwatch-Clone ist, es ist unnötig, dass es nur einen gibt. Und das wäre jetzt nicht so das Riesending gewesen. Das kann man mir nicht erzählen. Es gibt keinen HUD. Du weißt nicht, wenn einer auf der Map schießt, wo ist der? Warum gibt es keinen HUD? In jedem Shooter gibt es einen HUD. Ich bin mir sicher, dass es auch in Overwatch einen HUD gibt. Es gibt kein Crouchen, es gibt kein Jumpen. Das sind Sachen, die sind taktisch total wichtig. Wenn man schon nicht crouchen kann, dann soll man irgendwie jumpen können, weil es ja doch irgendwie mehr reinpasst wahrscheinlich, aber gibt's auch nicht. Aber sie wollen ja die Oberfläche leichter machen. Man kann nicht einstellen, wo die scheiß Buttons sind. In jedem Shooter kann man einstellen, wo, mittlerweile, wo die Buttons sind. In Bullet Force, in MC5, in MC4, in MC3 und so weiter und so fort. Ich glaube, sogar in MC2 konnte man es ändern. Und in MC Versus sind die Buttons einfach an der Stelle, wenn man überhaupt welche hat. Also man musste sie ja erstmal einblenden und wenn man sie eingeblendet hat, dann kann man sie nicht verändern. Total Banane. Es gibt keine Granaten. Okay, da gibt es die Perks. Kann man noch irgendwo mitdenken. Manche Agenten haben sozusagen Granaten als Perks. Okay, sehe ich noch ein. Aber nimmt halt irgendwo auch die Taktik raus. Es gibt keine Secondary. Kann man auch nicht wechseln. Ist vielleicht auch ein Teil von dem Spiel, kann man drüber streiten. Ich find's blöd. Es gibt null Perks. Die Perks hängen alle an den Agenten, aber auch da kann ich nicht variieren. Wenn ich einen Agenten haben will, dann muss ich automatisch die Waffe und sozusagen, ja, diese Fertigkeit machen. Und diese Fertigkeit ist ja nicht mal ein Perk. Es ist kein schneller Nachladen, es ist kein gar nichts da. Kann schneller laufen, das hängt dann insgesamt von dieser Klasse ab, von dieser Grundklasse. Ja, Defender läuft langsamer, Assaulter läuft schneller und bla bla. Aber, ja, ich habe trotzdem keine Möglichkeit, da irgendwie was besser zu machen. Das nächste, was mich mega abfuckt, das checkt ihr auch nicht oder fuckt euch sicherlich auch ab. Und zwar, ich check nicht, auf welchem fucking Android das Spiel läuft. Ich habe mit euch im Livestream diskutiert. Manchmal läuft es auf Android 6, manchmal läuft es auf Android 6 nicht, manchmal läuft es auf Android 7, manchmal läuft es auf Android 7 nicht. Man hat keine Ahnung, warum das Spiel auf manchen Geräten läuft und warum nicht. Auf manchen Geräten läuft Gangster New Orleans, also vom Prinzip die gleichen Anforderungen wie MC Versus hat, aber Modern Combat Versus nicht und manchmal andersrum. Keiner weiß, wann es funktioniert und wann nicht. Check ich nicht. Check ich echt nicht. Bei iOS ist es leicht, bei Windows wahrscheinlich auch. Alle die Geräte, die irgendwie Windows Store haben, fertig. Aber sonst... Ja, gut. Das war jetzt schon wirklich viel Geflame, muss ich sagen, aber ich bin mir sicher, dass ein Großteil von euch mir dazu stimmt. Manche Punkte sehe ich schon recht kritisch. Klar, es ist irgendwo der Vergleich mit MC3, MC4, MC5 da und es ist ein komplett anderes Spiel. Sehe ich noch irgendwo ein, aber solche Sachen wie gleiche Maps, zu wenig Anpassbarkeit, kein Clan, kein Game Mode, kein gar nichts, das kann man einfach nicht bringen, dass man ein Spiel rausbringt, das so unfertig ist. Und dann nicht innerhalb von kürzester Zeit zumindest so die Fehler behebt, dass das Spiel spielbar ist. Es ist nicht auf meinem iPhone spielbar. Ich weiß nicht warum, ich habe nur Fehler. Ich habe Fehler wie Disconnect, kann Kisten nicht öffnen, weil Minuszeiten dran stehen. Ich kann mich nicht verbinden, ich hänge ewig lang im Hauptmenü fest. Ich kann bestimmte Agenten zusammen nicht auswählen, bla bla bla. Das geht alles nicht. Auf Windows habe ich damit keine Probleme. Auf Windows läuft das Spiel bisher super, aber auf iOS... kannst du es komplett vergessen, zumindest bei mir. Und ich bin mir sicher, dass ich da nicht der einzige Fall bin und dass das auf jeden Fall schleunigst gefixt werden muss. Auf Android ist mittlerweile ein Hotfix rausgekommen, auf Windows ist ein Hotfix rausgekommen und wo ist iOS? Nicht da. Also bisher muss ich sagen, bin ich wahnsinnig enttäuscht von dem, insgesamt wie das Spiel sich von der Beta her, von den Philippinen, wie es rausgekommen ist, bis zu dem Zeitpunkt jetzt. Vielleicht kann man es noch... gut drehen, es ist wahrscheinlich ganz gut möglich, aber so wie es aktuell ist, hat das Spiel eindeutig bei mir keinen AAA-Charakter, wie sie es immer angepriesen haben. Jetzt wird mich natürlich noch schleunigst interessieren, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr irgendwelche Vorteile, Nachteile, die ich jetzt nicht gesehen habe, die ich schon gesehen habe? Blabiblub. Bin ich vielleicht zu hart? Bin ich zu weich? Hätte ich es noch so richtig hart ficken müssen, das Spiel, weil es noch viel schlechter ist, als ich es gesagt habe? Wer weiß. Ja, und ich würde sagen... Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dass ich mal wieder was hochgeladen habe, dann freue ich mich natürlich über ein Abo bzw. ein Like. Und dann würde ich sagen, ziehen wir das Video gar nicht unnötig in die Länge. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute.